Aber also eine vollkommen unmögliche Situation, aber insofern auch wieder lustig. Also man kann ja so, jetzt hört er auf zu schleifen. Dankeschön. Oh Gott, es ist also immer extrem alles. Aber man kann auch drüber lachen, über alles und Ja, also wir hören das nicht. Wir haben den Unterschied gerade nicht bemerkt vom Abschleifen und vom Nicht-Abschleifen. ja, habt ihr Dringt nicht nicht gehört zu oder uns so, ja? durch. Dringt nicht zu uns durch. Ja, dann ist ja gut. Mich hat es halt nervös gemacht, dass ich hier nicht reinkam erstmal. Das hat mich nervös gemacht und dann natürlich der Krach von oben. Aber heute die Lektion sagt ja, lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Also die innere Stille und mich nicht verrückt machen. Und das erste Lied ging ja auch über das Schweigen. Und Schweigen ist ja Gold und Reden ist Silber. Und Schweigen ist Gold sicherlich, weil das immer schon alles schon gelöst ist, wenn ich mich gar nicht einmische und wenn ich gar nicht so viel dazu sage, sondern einfach nur bin und in dieses Sein reingehe. Ich lese mal, fange mal mit der Lektion an. Wenn du das Ego-Stimme weglegst, wie laut sie scheinbar auch rufen mag, wenn du seine unbedeutenden Gaben nicht akzeptierst, die dir nichts geben, was du wirklich willst, wenn du offenen Geist zuhörst, der dir nicht sagt, was Erlösung ist, dann wirst du der Wahrheit mächtige Stimme hören, ruhig in ihrer Macht, stark in der Stille und in ihrer Botschaft ganz sicher. Horch und höre deinen Vater zu dir sprechen. Durch die Stimme, die er bestimmt hat und dir den Donner des Bedeutungslosen zum Verstummen bringt und denen, die nicht sehen können, den Weg zum Frieden zeigt. Sei heute still und hör auf die Wahrheit. Lass dich nicht durch die Stimmen von Toten täuschen, die dir sagen, dass sie die Quelle des Lebens fanden und sie dir anbieten, damit du daran glaubst. Achte nicht auf sie, sondern höre auf die Wahrheit. Hab heute keine Angst, die Stimmen der Welt zu übergehen. Geh leichtfüßig an ihrer bedeutungslosen Überredungskunst vorbei. Hör nicht auf sie. Sei heute still und höre auf die Wahrheit. Geh an allem vorbei, was nicht von ihm spricht, der dein Glück in seiner Hand hält, der dir in Willkommen und in Liebe entgegenstreckt. Höre heute nur ihn und zögere nicht länger, ihn zu erreichen. Höre nur die eine Stimme. Heute wird das Versprechen von Gottes Wort erfüllt. Horch und sei still. Er möchte zu dir sprechen. Er kommt mit Wundern, die tausendmal glückverheißender und wunderbarer sind als die, von denen du je geträumt oder die du in deinen Träumen dir gewünscht hast. Seine Wunder sind wahr. Sie werden nicht verblassen, wenn das Träumen aufhört. Stattdessen machen sie dem Traum ein Ende und dauern ewig an, denn sie kommen von Gott zu seinem Geliebten, zu seinem lieben Sohn, dessen anderer Name du ist. Bereite dich heute auf Wunder vor. Lass dein Vater heute sein altes Versprechen dir und deinen Brüdern gegenüber einlösen. Höre ihn heute und horch auf das Wort, das den Schleier lüftet, der über der Erde liegt, und alle weckt, die schlafen und nicht sehen können. Gott ruft sie durch dich. Er braucht deine Stimme, um zu ihnen zu sprechen. Denn wer könnte den Sohn Gottes erreichen, wenn nicht sein Vater, der durch dein Selbst ruft?
Höre ihn heute und biete ihm deine Stimme an, um zu all den vielen zu sprechen, die warten, um das Wort zu hören, das er heute sprechen wird. Sei bereit für die Erlösung. Sie ist da und wird dir heute geschenkt. Und du wirst deine Funktion von dem einen, der sie in deines Vaters Namen für dich wählte, erlernen. Horch heute, und du wirst deine Stimme hören, die durch dich in alle Welt erschallen wird. Für den Bringer aller Wunder ist es nötig, dass du die Gaben zuerst empfängst und so zum frohen Geber dessen wirst, was du empfangen hast. Das ist der Anfang der Erlösung und ihr Ende. Wenn alles dein ist und alles verschenkt ist, wird es auf ewig bei dir bleiben. Und die Lektion ist gelernt. Heute üben wir geben, nicht auf die Weise, wie du es jetzt verstehst, sondern so wie es ist. Die Übungen jede Stunde sollten mit dieser Bitte um diese Erleuchtung beginnen. Ich will still sein und auf die Wahrheit hören. Was heißt es zu geben und zu empfangen? Frage und erwarte eine Antwort. Deine Bitte ist eine, deren Antwort schon seit langem darauf wartet, von dir empfangen zu werden. Mit dir beginnt der Gottesdienst, für den du kamst und der die Welt befreien wird vom Denken. Geben sei eine Weise des Verlierens. Und damit wird die Welt bereit zu verstehen und zu empfangen. Sei still und horche heute auf die Wahrheit. Für jede 5 Minuten, die du mit Horchen zubringst, öffnen 1000 Geister sich der Wahrheit. Und sie werden das heilige Wort hören, das du hörst. Und wenn die Stunde um ist, wirst du erneut weitere 1000 befreien, die innehalten, um zu bitten, dass die Wahrheit ihnen und mit dir zugleich gegeben werde. Heute wird das heilige Wort Gottes dadurch erfüllt, dass du es empfängst, um es zu schenken, damit du die Welt lehren kannst, was Schenken bedeutet, indem du horchst und es von ihm erlernst. Vergiss heute nicht deine Entscheidung, das Wort zu hören und zu empfangen, durch folgende Gedächtnisstütze zu verstärken, die du dir selbst so oft wie möglich heute gibst. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Heute bin ich Gottes Bote. Meine Stimme ist die Seine, um zu geben, was ich empfange. Ja, wow. Und was hörst du? Was hörst du in dieser Stille? Ich höre so, du bist mein geliebter Sohn. Ich bin bei dir. Nichts kann dich täuschen. Gehe mit dir, wohin auch immer du gehst. Reiner Geist bist du, sicher, geheilt und ganz, frei zu vergeben, frei die Welt zu erlösen. Diese Stimme spricht den ganzen Tag zu mir. Voller Liebe.
voller Fürsorge, voller Barmherzigkeit. Und das spricht die ganze Zeit für mich. Es gibt mir die Sicherheit, das auch zu sagen, das auch zu vertreten. Und wir sind ja Lehrer und Schüler zugleich. Wir sind Lernende und Lehrende. Und wir sind auch die ganze Zeit in einer Situation, wo wir uns immer wieder ausprobieren. Wir sagen etwas und wir bekommen irgendwie eine Reaktion. Wir kriegen entweder Zuspruch oder wir kriegen Gegenwind. Und auch, dass das alles nicht stimmt oder dass das ja nur Annahmen sind und dass das nicht die Wahrheit sein kann. Das sind alles Stimmen, die man aus der Welt hört. Und hier in dieser Lektion steht ja, lass dich nicht von Blinden oder Toten, steht hier drüber, lass dich nicht durch die Stimmen von Toten täuschen, die dir sagen, dass sie die Quelle des Lebens fanden und sie dir anbieten, damit du daran glaubst. Achte nicht auf sie, sondern höre auf die Wahrheit. Und wo ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist in dir und die ist die ganze Zeit eben in dir. Und es ist einfach der Punkt, wo ich nach innen gehe und auf die Wahrheit höre. Und in diese Innenschau. Und die ist auch ganz stark natürlich mit dem Herzen und der Liebe verbunden. Und da finde ich meinen Weg, da finde ich den Rückhalt. Und nicht in irgendwelchen nichtigen Diskussionen, wo ich versuche, irgendwas zu verteidigen und das ist eben, dann bin ich immer im Irrtum. Wenn ich jetzt anfange, irgendeine Sache zu verteidigen, dann bin ich immer in der Dualität. Wenn ich irgendeine Religion verteidige und sage, das ist hier die Wahrheit, dann bin ich im Irrtum. Dann bin ich in der Illusion. Das kann ich natürlich auch mit dem Kurs machen, dass ich den Kurs nehme und dann anfange, den zu verteidigen. In dem Moment bin ich voll im Konflikt. In dem Moment bin ich im Krieg mit mir selbst. Und das führt zu nichts. Das führt einfach zu, das spürt man sofort. Also zum, ich bin falsch, ich bin daneben. Da ist keine Erlösung, da ist keine Lösung zu finden. Ich kann es da nicht kriegen. Das Schöne hier an dieser Lektion ist, dass wir einfach jede Stunde mal diese 5 Minuten uns nehmen, einfach nur still sind und hören. Und auch wenn ich nichts höre, sondern nur still bin und mir diese Zeit nehme und reflektiere. Und vielleicht spricht ja auch eine Blüte zu mir, eine Blume oder ein Tier oder eine Situation, die gerade da auftaucht in dem Moment. Und die mir ein Lächeln auf das Gesicht gibt und ein inneres Lächeln, eine Freude. Oder ich höre die Stimme sogar. Ich höre die Stimme, die mir sagt, du bist mein geliebter Sohn. Ich bin bei dir.
bin bei dir die ganze Zeit und du brauchst dich nicht zu sorgen. Und hafte hier nicht an, gehe hier durch, hafte nicht an diesen ganzen Sachen, die dir irgendwelche Scheingefechte anbieten, da wo du dich verteidigen musst, wo du und das ist eben immer, wenn du dein Zentrum verlässt, wenn du dein Zentrum, deinen inneren Kreis mit Gott verlässt und in der Dualität eins dieser Gegenteile wählst und dann anfängst, das zu verteidigen. Also wenn du ein Mann bist, dann zum Beispiel die Rolle des Mannes, oder wenn du eine Frau bist, die Rolle der Frau, oder der Beruf, oder die Familie, oder die Religion, oder die Nation, oder irgendwas, alles, überall verteidigst du irgendetwas, und das hat aber alles gar keine Bedeutung, weil das bist du alles gar nicht. Hier in der Dualität, ja, und in deinem Körper scheinbar auch, den du hast, zur Kommunikation, aber du bist nicht der Körper. Der Körper ist außerhalb. Der ist außerhalb von dir. Der ist nur ein Werkzeug, ein Mittel. Und wir glauben aber schnell, dass ich der Körper bin und dass wir sagen dann Sachen wie: Ich fühle mich nicht wohl, ich habe Schmerzen, mein Körper ist krank, dies und das. Und dadurch, dass wir das so mit dem Ich verbinden, manifestieren wir das natürlich. Wir identifizieren uns dann mit dem Körper und sagen, ja, das bin ich doch, das ist doch klar, ich war doch schon immer so. Nein, du hast das erschaffen. Du hast das gemacht, ja. Und du hast hier alles gemacht, was hier erscheint. Alles ist dein Machwerk. Und da ist auch nichts Falsches dran. Du kannst es auch jederzeit immer an die Quelle abgeben. Du kannst es jederzeit zu Gott geben, alles, was du gemacht hast, auch deine ganzen Schwierigkeiten, deine Probleme, deine Wünsche, deine Begierden. Das musst du nicht tragen. Tu das doch in die Quelle. Jesus sagt, deine Bürde ist schwer, gib sie mir doch. Du musst es nicht tragen. Jesus ist die Manifestation von Gott oder die Inkarnation von Gott hier auf Erden. Und er sagt, ja, gib mir das doch. Also gib das doch in die Quelle, gib doch gleich alles immer. Jetzt höre ich gerade nichts mehr. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich nicht. Will dich weg, ja. Kommt wieder. Lassen wir uns überraschen. Gehen wir in die Stille. Wir gehen Ja, in die Stille. Das ist gut. so, hört ihr mich jetzt wieder? Ja, Ja. Danke. Okay, sorry, die Wiedergekommen. Technik ist. Na gut. Wunderbar. Gott spielt mit mir. So, Gott ist oft auch ein Witzbold, ja, und fordert einen heraus.
Und dann weiß man nicht, welche Knöpfe man drücken soll und so weiter. Dafür fliegen dir unsere Herzen zu. Danke dir. Ich lese mal hier was, was ich heute früh auch nochmal aufgeschlagen hatte. Das ist in Kapitel 12, Römisch 7. Das heißt auch nach innen schauen und da bin ich im zweiten Abschnitt. Jeder in der Welt muss seine Rolle in der Erlösung spielen, um zu begreifen, dass die Welt erlöst ist. Also jeder in der Welt muss seine Rolle in ihrer Erlösung spielen, um zu begreifen, dass die Welt erlöst ist. Das ist interessant, weil wir müssen das wirklich, diese Rolle spielen. Sonst kann die Welt nicht erlöst sein. Also wenn wir das nicht annehmen und nicht machen und auch wenn wir nicht dran glauben, also wenn ich jetzt sage, nee, ich kann doch die Welt gar nicht erlösen, ist doch unmöglich, muss jeder diese Rolle spielen. Und es hilft vielleicht ein bisschen, wenn man sich bewusst ist, dass die Welt nicht außerhalb ist. Du nimmst sie zwar so außerhalb wahr, mit diesen ganzen Projektionen und diesen ganzen Sachen, die dir Schmerz bereiten und die du zwischen dich und die wahre Welt gestellt hast. Also da hast du immer was dazwischen gesetzt, also irgendwie einen Konflikt, eine unschöne Situation, eine Krankheit, ein Krieg, irgendetwas hast du erfunden, damit das alles unmöglich ist. Das ist aber nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Und wo entsteht das im Geist? Das entsteht immer erst im Inneren und wird dann nach außen projiziert und erscheint hier auf dem Screen, auf dem Bildschirm, in der Matrix. Und insofern geht der Finger immer auf die Nase. Ich war es, ich habe das gemacht und ich kann es erlösen. Und das hilft dann natürlich, dass man sehen kann, es ist nicht von mir entfernt. Es ist ganz nah. Es ist ganz nah bei mir und ich kann es tun. Ich kann es tun, wenn ich dazu bereit bin, wenn ich sage, okay. So wie Obama sagte, yes, we can. Ja, ich kann es jetzt machen. Aber die Ego-Stimme sagt natürlich, nee, kannst du nicht machen. Bist ja wohl vollkommen irre. Du bist ja arrogant und so. Aber das stimmt eben nicht. Du bist ein riesiges, mächtiges Wesen. Du bist eins mit Gott. Wie in der Tageslektion von heute. Die Stimme, die du da hörst, das bist du. Das bist du im Endeffekt. Und du bist halt eine Wirkung Gottes. Und du bist nicht anders als Gott. Gut, Gott hat dich erschaffen. Das ist, Gott hat dich erschaffen. Was immer das auch heißt, ich weiß es nicht. Aber du bist ein mächtiges Wesen, ein unheimlich mächtiges Wesen. Und mach dich nicht so klein. Mach dich nicht so, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Erkenne, dass du ein mächtiges Wesen bist und dass du mächtige Gefährten hast, die da mit dir gehen. Sonst würde Jesus dich hier nicht so erwählen und rausziehen und du wärst hier gar nicht sonst dabei. Sonst du machst das natürlich, weil du gerufen bist und du hast es gehört und du willst es auch. Im innersten Herzen willst du und jeder möchte natürlich erlöst sein. Jeder möchte diese Freude erfahren, wie gestern in der Tageslektion. Friede und Freude sind mein, ne? Das ist, okay, also jeder in der Welt muss seine Rolle in der Erlösung spielen, um zu begreifen,
dass die Welt erlöst ist. Und dann steht hier schon, die ist ja schon erlöst. Die ist ja schon erlöst. Also du hast gar nicht groß was zu tun. Du musst aber die Blockaden dazwischen wegmachen. Also die Mauern, die du zwischen dich und die Welt gebaut hast, diese Sachen, die du dazwischen gestellt hast, die müssen halt weggeräumt werden. Und das sind oft eben, woraus sind die? Woraus ist der Stoff? Woraus sind diese Mauern? Das sind Ideen. Das sind nur Ideen. Das ist nur Luft. Das ist nichts. Das ist eine Illusion. Etwas, was ich gedacht habe, dass es so wäre. Und wumm, dann ist es da. Es manifestiert sich. Es ist da. Wumm, ganz schnell. Und das Ego sagt dann, oder die Stimme sagt dann, ja, guck mal, das ist doch da. Du hast doch Unrecht. Die Welt ist doch schlecht. Die Welt ist doch übel. Aber wie der Finger auf die Nase, wer hat es denn gemacht? Ich habe es gemacht. Und ich muss das eben erkennen, wie dieser schöne Satz hier sagt, jeder in der Welt muss eine Rolle in ihrer Lösung spielen, um zu begreifen, dass die Welt bereits erlöst ist. Du kannst das Unsichtbare nicht sehen. Doch wenn du seine Wirkung siehst, erkennst du, dass es da sein muss. Indem du wahrnimmst, was es tut, begreifst du sein Sein. Und aus dem, was es tut, lernst du, was es ist. Du kannst deine Stärken nicht sehen. Also du kannst nicht sehen, was du da die ganze Zeit machst. Also du bist ein mächtiges Wesen und du errichtest da irgendwelche scheinbaren Bauwerke zwischen dich und der Welt, scheinbare Mauern zwischen dich und der Welt. Und was machen wir die ganze Zeit? Wir versuchen die ganze Zeit, diese Mauern abzubauen. Und ich kann meine Stärken nicht sehen. Ich kann nicht sehen, dass ich das gemacht habe. Und ich habe es natürlich auch verdrängt, weggedrängt und vergessen und will es gar nicht wissen, dass ich es gemacht habe. Also ich lüge mir so ein bisschen in die Tasche. Aus dem, was du tust, lernst du, was es ist. Du kannst deine Stärken nicht sehen, aber du gewinnst Vertrauen in ihre Existenz, wenn sie dich befähigen zu handeln. Und die Ergebnisse deiner Handlungen kannst du sehen. Ja, die Ergebnisse kannst du natürlich immer sehen. Die sind ja immer da. Und die kannst du natürlich auch immer verleugnen. Und du hast ja die Wahl. Du hast die freie Wahl. Also Jesus sagt es ja die ganze Zeit, dass du dir das die ganze Zeit alles selbst antust und du kannst jetzt deinen Bruder schuldlos sehen oder schuldig. Du kannst das machen, du kannst das Spiel so lange spielen, wie du willst. Du hast einen freien Willen. Und Jesus und Gott sagen, okay, wir vertrauen dir. Hier hast du deine Brüder, hier hast du deine Welt. Und jetzt mach mal. Und wir warten einfach. Zeit gibt es nicht, Raum gibt es nicht, egal. Du wirst das schon machen. Irgendwann wirst du schon auf den Trichter kommen. Irgendwann wird es dir nicht mehr schmecken, dieses Spiel, was du da die ganze Zeit spielst. Irgendwann, wenn du alle Programme durchgezappt hast an deinem Riesencomputer, Gott, das ist hier so ein Riesencomputer. Und wenn du alle Programme durch hast, dann kommst du wahrscheinlich dahin, ich will Frieden, ich will Stille, ich will jetzt mal Ruhe, ich kann nicht mehr Hilfe. Dieser ganze Scheiß hier, den kann ich nicht mehr, diese ganzen Comedies und Krimis und Gewalttaten und Krieg und Mord und Totschlag. Ich kann nicht mehr. Sorry, ich brauche jetzt Stille. Ich möchte Frieden haben. Ja, klar. Mach das. Komm nach Hause.
Du bist willkommen. Du brauchst doch das nicht machen. Du brauchst doch diese Spiele nicht spielen. Leg mal dieses gefährliche Werkzeug weg, diese gefährlichen Spielsachen, diese scharfen Gegenstände, die dich verletzen. Und meistens sind es ja Sachen, die unser Herz verletzen, wo wir uns selbst irgendwie so ungefähr den Dolch ins Herz tun. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen einfach sanftmütig sein, sanftmütig mit uns selbst. Frieden, Frieden mit uns selbst. Frieden, geh hin in Frieden, sei in Frieden. Und so ist es auch gemeint. Mach das einfach. Das ist doch für dich, sei doch für dich und nicht gegen dich. Handle für dich. Der Heilige Geist ist unsichtbar. Du kannst aber die Ergebnisse seiner Gegenwart sehen und durch sie wirst du lernen, dass er da ist. Was er dich zu tun befähigt, ist eindeutig nicht von dieser Welt, denn Wunder verstoßen gegen jedes Gesetz der Wirklichkeit, wie diese Welt sie beurteilt. Jedes Gesetz von Raum und Zeit, von Größe und von Masse wird transzendiert. Denn das, wozu der Heilige Geist dich befähigt, geht eindeutig über sie alle hinaus. Indem du seine Ergebnisse wahrnimmst, wirst du verstehen, wo er sein muss und schließlich erkennen, was er ist. Du kannst den Heiligen Geist nicht sehen, aber du kannst seine Manifestation sehen. Und wenn du sie nicht siehst, wirst du nicht merken, dass er da ist. Wunder sind seine Zeugen und sprechen für seine Gegenwart. Was du nicht sehen kannst, wird für dich nur durch die Zeugen, die für es sprechen, wirklich. Denn du kannst dir dessen, was du nicht sehen kannst, bewusst sein und es kann überwältigend wirken für dich und es kann überwältigend wirklich für dich werden, wenn seine Gegenwart durch dich manifest wird. Tue das Werk des Heiligen Geistes, denn du hast Teil an seinen Funktionen. Also es ist zum Beispiel so, wenn du jetzt irgendwo im Konflikt bist, in einer Beziehung oder in irgendeiner Situation, Beziehungen bieten sich da immer gut an, dann ist da meinetwegen Wut, Hass, Konflikt, sage ich mal. Und du bittest automatisch um Liebe, du bittest automatisch um den heiligen Augenblick. Lass das nicht wahr sein, das soll nicht wahr sein. Oder du kämpfst dagegen, kannst du auch machen. Aber wenn du schon wacher bist, und das weißt, dass du bist, wie Gott dich schuf und dass du den heiligen Augenblick herbeirufen kannst, dann wirst du das tun in der Situation und platzierst Liebe da. Und du siehst plötzlich, da, wie ist denn jetzt die Liebe reingekommen? Also, du weißt das nicht, kannst das nicht, du kriegst das gar nicht mit, wie ist denn der Hass jetzt in die Liebe umgeschlagen? Und das ist aber passiert. Du siehst dann die Manifestation des Heiligen Geistes. Du hast darum gebeten, dass der heilige Augenblick einkehrt und er kehrt ein. Wenn du ihn rufst, dann kommt er. Und dann ist er da. Und das ist hier so gemeint. Also du kannst es sehen, wenn du es tust. Also du musst natürlich die kleine Bereitwilligkeit oder diese Bereitwilligkeit haben. Ich möchte es jetzt sehen. Ich möchte es jetzt. Bitte zeig mir das, zeig mir das. Und dann kommt das. Und das kommt ziemlich schnell. Und das ist eben auch so ein Werkzeug, letztendlich ein Tool, ein Werkzeug, was du in die Hand kriegst, wo dir gesagt wird, bitte doch um den heiligen Augenblick. Du kannst es doch tun. Du musst doch jetzt hier nicht
in dieser Situation so bleiben für alle Zeiten? Nein, wende das doch an. Du musst hier nichts reparieren irgendwie. Du weißt sowieso nicht, was los ist, weißt auch nicht, warum war jetzt eigentlich Hass da und warum ist jetzt Liebe da? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie Liebe funktioniert. Aber plötzlich ist ein Lächeln da, plötzlich ist wieder, sind die Herzen offen, plötzlich ist es gereinigt. Und ja, und da wirkt, das ist Vergebung. Und da wirkt eine Kraft durch dich. Die ist nicht von dir, aber die wirkt durch dich und die hält hier die ganze Welt, die bewegt die Welt. Und du hast daran teil. Du bist der Kanal. Du kannst es machen. Du kannst dich als Kanal zur Verfügung stellen. Du kannst sagen, okay, nutze mich, nutze mich, nutze mich, nutze mich. Und du wirst benutzt. Also es wird gehört. Der Heilige Geist nutzt jede Situation, die du ihm anbietest, jedes Krümelchen, wo du sagst, hier, das will ich nicht mehr selbst machen, mach du mal, wird es freudig genommen und es wird natürlich gleich transformiert. Und daran kannst du denn das sehen. Das sind diese Zeugnisse, die du sehen kannst, ja? Das ist hiermit gemeint. Also du kannst den Heiligen Geist nicht sehen, aber du kannst seine Manifestation sehen. Und wenn du sie nicht siehst, wirst du nicht merken, dass er da ist. Wunder sind seine Zeugen und sprechen für seine Gegenwart. Und das Wunder ist letztendlich, wenn die Liebe wieder eingekehrt ist. Das ist ein großes Wunder. Wo kommt denn das jetzt her? Eben noch war Hass da, jetzt ist Liebe da. Puh, ich verstehe gar nichts. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und